Hallo meine lieben Zuschauer und herzlich willkommen zu einem neuen Video zu Pokémon Purpur. Wenn euch das Video gefällt, dann lasst ein Abo und ein Like da und ich wünsche euch jetzt viel Spaß mit dem Video. Ja moin Leute, ne, und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pokémon Purpur. Mit mir, Shading und den zwei Bewunderern da unten, die mich so anstachen. Ja, beim letzten Mal haben wir hier verdammt viele Pokémons und geholt, Sichlur, Pampuli, auch ein komplett neues Pokémon. Ich habe auch noch nach der Folge noch so ein, zwei Pokémons eingesammelt, die ich euch eben kurz schnell vorstellen will. Ja, Leute, da hinten mit dem einen Nebulak, das Gas-Pokémon. Mit seinem gasförmigen Körper kann es Gegner jeder Größe einhüllen und ersticken. Das ist gemein. So, Leute, und dann hätten wir hier noch Pampi, das Vieh, das ich für Dumpfern letztes Mal aus Versehen gehalten habe. Pampi! Das langrüssel Pokémon ist viel stärker, als es aussieht. Wenn es seinen Rüssel umherschwingt und einen dabei am Arm erwischt, ist dieser wahrscheinlich gebrochen. Ja, das kann ich mir sogar sehr gut vorstellen. So, jetzt kann ich endlich mal hier vorbei und werde nicht mehr bedrängt, hoffentlich. Ja, unser Ziel war es heute, zur nächsten Arena hier zu wandern, zur südlichen Zone 6. Das kann aber ein bisschen dauern. Hier werden wir so rumwandern. Beziehungsweise wir können auch ruhig so rum. Das wird ein sehr langer Weg. Ich versuche so gut es geht, Pokémons auf dem Weg zu ignorieren. Aber ich will natürlich auch TMs finden, ne? Ich weiß übrigens jetzt nicht, ob ich es getan habe. Nee, noch nicht. Ich wollte noch Violo in mein Team holen. Jetzt muss ich es nur gerade hier suchen. Da haben wir es ja, Riolu. Du kommst in mein Team. Kannst ruhig für Spinsidias reinkommen. So dringend brauche ich jetzt auch nicht einen Käfer-Pokémon. Obwohl doch, bei der nächsten Arena brauche ich es. Schlickter brauche ich nicht. Keine Sorge, Leute. Ich werde die noch alle entwickeln. Wenn möglich offscreen. Nicht wenn möglich, wenn nötig. Entschuldigung. Nur was Neues wird mitgenommen. Ich will gucken, ob hier oben eventuell eine TM liegt, weil TMs kann ich ja herstellen, sobald ich sie einmal gefunden habe. Mitten da zwischen den anderen. Ich brauche ein bisschen, um das zu treffen. So, jetzt habe ich es getroffen. Hamamo! Die Entwicklung von dem anderen. Elektrisieren kann ich dich nicht. Jetzt Golokroko. Da liegt auch tatsächlich eine Therme übrigens. So, einäschern. Natürlich hast du Schaufler. Das mir jetzt übelst Schaden drücken würde. Gehe ich halt auf Trassler. Das ist so eine miese Tour. Der ist schneller als ich, ne? Komm, jetzt lass dich einäschern. Ey, das ist so ekelhaft, was das Vieh macht. Ich habe keinen Flug-Pokémon dabei, sonst könnte ich das übelst auskontern. Ja, der wird wieder Schaufler nutzen. Nee, tatsächlich nutzt der Biss. Komm, Konter. Jetzt kriegst du mal deine eigene Medizin zu schmecken.
in den Pokéball mit dir. Wagst dich ja nicht zu wehren. Danke. Das war so eine miese Tour von dir. Ja, da haben wir es nochmal. Mamu. Das ist ein anderes Maus-Pokémon. Es nutzt eine besondere Kampftechnik, bei der es mit dem Vorderpfoten zuschlägt und zeitgleich Elektroschocks aus dem Pfotenballen schießt. Ein Kampf-Pikachu. Ich weiß, da steht nicht Pikachu, aber es ist eindeutig ein Pikachu-Klon. Pokémon kommt nicht ohne seine neuartigen Pikachu-Klons aus. So, ich muss aber einmal kurz mein Team heilen. So, Team ist geheilt. Weiter geht's. Da ist ein Reserv. Ich lasse die Viecher jetzt mal Viecher sein und fange die Wellen beim nächsten Mal. Ich will zumindest bis zur nächsten Stadt endlich jetzt heute kommen. Und ihr seht schon, dass das ein langer Weg wird. Ich ignoriere jetzt andere Pokémon. Boah, die sieht man so schlecht. Die Palmus, die sieht man wirklich schlecht. Das ist gar nicht. So, da will ich hoch. Mal eben kurz auf der Karte gucken. Oh, hier gibt es offenbar eine andere Tentacher-Art. Tentacher hat einen Klon bekommen. Ich muss irre weit dafür. Da hat sich wieder irgendwas versteckt. Einfach weiterfahren. Ach, der Pokédex. Ich dachte, du willst nicht kämpfen. Ich habe den Bugge bei in der Hand nicht gesehen. Oh, du hast einen Raffel. Guck mal, ich habe eine Maus. Und den Gardonnerschock. Oh, wie das Enton da hinten schwimmt. Ja komm, nochmal Donnerchock. Lebe den Schock deines Lebens. Aua. Donnerschock ist die beste Taktik, die ich hier gerade nutzen kann. Ja, der hortet wieder. Ich weiß, was ich zu tun habe in so einem Fall. Fliegen! Das war schon so, wir sind bei einem Pikachu. Weg mit dir. Ja, habe ich gemerkt. Zum Glück läuft hier keine Versuchung rum. Abgesehen von dem Whiskagonvieh. Ich will einfach nur Richtung nächste Stadt. Ich will alles andere ignorieren. Ich habe wahrscheinlich den Weg nach oben verpennt. Nee, der kommt erst da hinten, oder? Ich bin komplett in der falschen Richtung. So, jetzt bin ich hier in der Ecke. Ey, ihr Dummiesel. Wollt ihr euch meinem Team anschließen? Nein, aber das da. Oh, jetzt sind die Dummiesel jetzt weg. Beim Kollegen ist das ja sogar Meme-Pokémon. Erstmal Wangen, Ruppler. Das hilft schon mal beim Fangen. Och, nur ein Kreideschrei.
Kriegst du auf den Donnerschock. Oh, du hältst was aus. Ich darf ihn nicht. Schnell wechseln. Nicht zu dir. Roxy! Gut, dass ich es paralysiert habe. Das hält Walzer auf. Warte, welche von den beiden ist schwächer? Die da. Das war sehr optimistisch. Schlangenblick. Oh, eine Paralysefähigkeit. Die Attacke kenne ich noch gar nicht. Giftzahn. Muss ich zumindest auf Rot bekommen. Atschen. Bis. Komm, noch einmal bis, dann ist es fangbereit. Oh, besser geht nicht. Aua. Immer wird man hier angeschrien. Ich komm. Ein HP eventuell und elektrisiert. Rein mit dir. So, den darf Noir vorlesen. Aber aus dem Pokédex jetzt nicht so. Oh, jemand möchte Funkensprung erlernen. Den nehme ich lieber als Donnerschock. Dumisel, das Erdschlangen-Pokémon. Wird es entdeckt, gräbt es sich mit seinem Schwanz ins Erdreich, um zu fliehen. Setzt es seine Flügel ein, kann es ein bisschen schweben. Danke, Noah, dass du das mal wieder vorgelesen hast. Ein sehr interessantes Schlangen-Pokémon. So, weiter geht's. Shining versucht, ihn nicht ablenken zu lassen. Wo muss ich lang? Ich fahre gerade richtig rum. Gut. Ich muss gerade am meisten aufpassen, nicht in die Viecher reinzufahren. Also in die Pokémons. Wir lassen Raid-Kristalle auch mal in Ruhe. Einfach weiterfahren. Oh, da liegt eine TM. Und da ist ein Snubiligat. Zauberblatt. Schade, dass ich keine Pflanze im Pokémon im Team habe, dass es anständig nutzen kann. Finde die Bären findet man zu selten. Oh, ein Hypertrag. Den werde ich noch brauchen. Du bist doch neu. Zumindest erkenne ich dich jetzt gerade nicht. Ist ein Mario-Pilz. Geosali. Nee, dich kenne ich definitiv noch nicht. Einäschern. Dass du ein Erd-Pokémon bist, das war mir klar. Also im Boden. So, noch einmal einäschern und danach nochmal Säusestimme. Ich wusste, dass es überlebt. So. Es ist Zeit für dich, in den Pokéball zu wandern. Haben sie einfach Mario-Pilz zum Pokémon gemacht? Ach, come on. Autsch. Ah, ein neues Pokémon. Das macht mich glücklich. Geosali-Salz. Geosali, das Steinsalz-Pokémon. Mit jedem Schritt schabt sein Körper am Boden und hinterlässt dabei Salz. Sein Körper stellt jedoch kontinuierlich neues Salz her. Oder es wäre in der Küche ganz praktisch, das Pokémon.
So Leute, weiter geht's. Oh, ein Sonderbonbon. Ich hab mit tollen Items überschüttet. Hier oben ist doch bestimmt was Schönes für mich zu finden. Ich tippe auf eine TM. Ja, der will mich für Kämpfen belohnen. Ich kann mir vorstellen, dass hier oben auf dem Turm irgendwas liegt. Sonst würde der hier nicht stehen. Oh, guck mal, ich habe noch mal eine Chance, dieses eine Pokémon zu fangen. Hat ja letztes Mal nicht funktioniert. Warte mal, das war ein Geister-Pokémon, ne? Pikachu, ich heile dich mal und setze dich an die Spitze. Komm, auf das Mimik-Pokémon. Das Mimik-Pokémon kann man offenbar nicht überraschen. So, Gierspenz, ich mach Wangenruppler. Ich will es nicht umbringen. Der Erstauner, der bringt ja auch so viel, wenn du als zweites angreifst. Heute schaffen wir es, glaube ich, doch nicht so wirklich zur neuen Stadt. So, einmal noch. Bitte kein Volltreffer jetzt. Danke. Die hätte ich irre gern im Team. Du wirkst so mega cool. Ich habe es geschafft. Ich habe Gierspenz gefangen. Und ich lasse Drimmes vorlesen. So, ihr Loser. Ich stelle euch Gierspenz, das Schatztruhen-Pokémon, vor. Es haust in einer alten Schatztruhe und landet manchmal bei Antiquitätenhändlern in der Ladenecke. Da man es nicht als Pokémon erkennt. Danke, Dream. Danke, dass du es das vorgelesen hast. Dieses Pokémon kann einem leid tun. Wir haben immer noch einen weiten Weg vor uns. Wir müssen nämlich den ganzen Berg da hoch. Ich würde sagen, wir machen hier für heute Schluss. Tut mir ein bisschen leid, dass wir irgendwie so gut wie gar nicht vorangekommen sind. Ich gelobe Besserung. Aber wir haben halt auch einen weiten Weg vor uns. Ich denke mal, wir brauchen eventuell noch zwei Folgen, um da hochzukommen. Ich meine, ich muss immerhin hier den ganzen Weg lang. Das können sogar noch drei Folgen werden, die ich brauche, um da hinzukommen. Ich glaube, von der Stadt hier wäre es schneller gewesen. Sehe ich jetzt erst. Ich habe hier die Brücke auf der Karte nicht gesehen. Ja, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst doch ein Abo und ein Like da. Ich hoffe, dass ihr Spaß beim Zusehen hattet. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Diesmal laufen wir dann den richtigen Weg. Oder zumindest den kürzeren. Ich habe extra aus Versehen den langen genommen. Tschüss.